3, 2, 1, ihr Lieben. Und endlich sind sie live mit etwas Verspätung für euch. Live zum Live-Cooking heute für Naschkatzen. Mit einem tollen Rezept. Und wenn man etwas übermittelt bekommt, so wie ich von der Tina, und sagt, wir machen Schokokrossis, selbstgemacht, zum Verschenken und zum selber essen, dann gibt man das auch so weiter. Und wie ist das mit stiller Post? Tina hat mir was gesagt, ich habe es weitergesagt und das ist dabei rausgekommen. Lasst euch überraschen, denn es gibt gar nicht Schokokrossis, sondern Schokokookies. Genau. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, das ist ein ganz tolles Rezept, habe ich von einer Kollegin aus Österreich bekommen. Und das hat mir so gut gefallen, weil wir nämlich unsere Universalbehälter dazu benutzen können. Ich habe das zu Hause ganz toll vorbereitet, so Schicht für Schicht als Geschenk. Dann kann man nämlich noch ein Zettelchen dran machen, was man noch dazugeben muss. Und da mein Mann mir heute geholfen hat, das Auto zu voll zu packen und er einmal, ja, ich schüttel es einfach mal. Jetzt ist alles durcheinander, Mann, das sah so toll aus. Also die Universalbehälter, muss ich echt sagen, das sind so tolle Behälter. Die finde ich so klasse. Erstmal, weil ich die Deckel wirklich auf alle Behälter nutzen kann. Ich kann mal den kleinen nehmen, wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein paar Erdbeeren mache, mache meine Milch hier oben rein. Kann ich den rausschrauben? Also sie sind wirklich universell einsetzbar. Das finde ich ganz, ganz toll. Und ich finde das auch eine gute Geschenkidee, mal Backsachen selber herzustellen und die dann einfach zu verschenken, dass man einfach nur noch Butter, ein Ei reinmachen muss, dann nur noch sagen muss, wie lange ich die backen muss. Und das mache ich heute mal. Was ich aber nochmal vorbereitet habe, das finde ich so als tolle Geschenkidee. Wir haben ja unsere runden Eigenossen, die ja jetzt im Angebot sind. Genau. Im Viererset, ne? Genau, Viererset. Das finde ich so toll, dass man wirklich ein Scheibchen dran machen kann. Man kann diese Cookies hier reinmachen, kann die verschenken. Ah, guck mal, ich habe die anderen Größen auch noch genau für euch. Ah, also, ich finde die so toll. Man kann natürlich seine ganzen Backzutaten, alles, was man so in kleinen Tüten hat, das kann man hier wirklich gut reinmachen. Und was das Schöne ist, wenn man jetzt hier zum Beispiel so einen Apothekenschrank hat, kann man die gut reinstellen. Und was auch toll ist, wenn sie jetzt nicht zum Stehen sind, man kann sie auch so hinlegen. Ach, das ist ja auch cool. Einfach hier so beschriften, dass ich weiß, in was so Schubladen, in so Schubladen, wenn die groß genug sind. Genau. Ah, sehr gut. Das finde ich eigentlich immer so eine richtig geile Idee, finde ich gut. So, und den gab es im Online-Shop. Das war die Überraschungstüte gewesen. Ah. Ja, meine Kundin rief nämlich an, oh, so ein toller Behälter und so. Ne? Da fiel mir doch ein, ja, den kann ich doch einfach mal mitbringen. Man macht einfach eine Schleife dran und dann hat man mal ein schönes Geschenk. Ich sage nur mal, Blumen darf man verschenken. Jetzt werden mich alle Floristen werden mich gleich wieder würgen. Und weil ich immer sage, ja, Blumen schmeiße ich nach einer Woche weg. Ja, Tupperware habe ich aber. Aber nee, man kann ja auch eine Blume mit verschenken. Also man darf beides machen, sage ich jetzt immer. Du kannst ja, wenn du dekorativ arbeiten kannst, kannst du ja ein Blümchen basteln genau, aus der Schleife. Genau, das mit reinmachen. Genau. Was ich heute brauche, das sind wirklich ganz wenige Behälter, die ich eigentlich brauche. Ich brauche unsere Pro-Schüssel, die 3,5. Die hat ja unsere B11 ersetzt, das ist ja die neue. Erst war ich so ein bisschen traurig gewesen, weil ich die B11 geliebt habe. Ich habe sie auch wirklich sehr gerne verkauft. Jetzt ist es aber so, ich habe ja hier so eine Maßeinteilung drin. Das finde ich ganz, ganz toll. Material ist ein bisschen fester, finde ich jedenfalls. Und ich kann natürlich super jetzt auch mal mit einem Tellerbesen, mit einem Quirl, die unten granuliert ist. Also es sieht nicht mehr ganz so schlimm aus, wie unsere anderen immer gewesen sind. Ich bin ja auch wirklich mit allem reingegangen, bei der meiner alten. Also meine alte sieht wirklich schlimm aus. Aber ich liebe sie trotzdem. Sie ist aber schön. Tina, es gibt Tupperware zum Angucken und es gibt Tupperware genau zum Benutzen. Und genau, wenn ich was, komme ja wieder. Da habe ich mal einen ganz tollen Tipp bekommen. Das ist ja so, unsere Silikon-Unterlagen, die sind ja wirklich total toll. Aber wenn die in der Schublade sind, kriegt man die ja manchmal nicht so raus, weil sie sich dann so... Und einfach von der Küchenrolle? Ja. Was aufheben sind Tipps? Also wo ist denn uns da eigentlich hier? Naja, wenn man jetzt zum Beispiel... Wir haben die mit Weihnachtsmotiv gemacht. Oder unsere Kindergärtnerin hat gebastelt und die hat so eine witzige Weihnachtsdeko da draus gemacht. Und dann steht die auch. Genau. Und das empfehle ich auch mal ganz gerne meinen Kunden. Hebt einfach von der Küchenrolle den Rest auf und dann habt ihr nämlich gleich unsere volle Backunterlage. Die ist wirklich total toll. Man darf natürlich nur nicht drauf schneiden. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Das muss man den Kunden sagen.
Ich hatte nämlich eine Kundin gehabt, die hat bei mir ewig die Backunterlagen gekauft. Und dann wollte ich mal von ihr wissen, warum kaufen Sie immer Backunterlagen? Also das möchte ich gerne wissen. Verschenken Sie die oder so? Und dann sagt sie, nein, ich habe so ein Exot, was man Kind nennt, was sich gerne Pizza macht und auch gerne mit dem Pizzaschneider schneidet und hat natürlich immer diese Matte verschnitten. Also ich habe dann nachher mal in meinem Computer reingeguckt. Sie hat bei mir 20 Matten gekauft. Oh, dann hat man ja gar nicht mehr den Nachhaltigkeitseffekt. Nee. Naja, wenn das zerschnitten ist, ist es zerschnitten. So, ganz wichtig ist, sage ich auch mal zu den Kunden, überhaupt mit Silikon entweder auf Backblech oder auf ein Rostfeuer rauflegen. Das ist ganz, ganz wichtig. So, was wir heute machen, sind hier diese Cookies, habe ich ja gesagt. Und was ich jetzt brauche, achso, die Mikrowellenkanne, die brauche ich natürlich auch, weil ich die Milch einmal schön flüssig gemacht habe. Die kommt jetzt in unsere. Genau, das ist übrigens unsere aktuelle Farbe, die wir in Blö haben. Ja. Ist übrigens auch in unserem Einarbeitungsprogramm, wenn man bei uns neu startet, kann man sich nämlich ganz tolle Produkte für ganz kleines Geld kaufen. Tellerbesen, den brauchen wir, weil wir das jetzt ein bisschen so schlagen, ja, so schlagen müssen. Das ist jetzt aber nur Butter. Das ist jetzt nur Butter. Wie viel? Ich habe 110 Gramm. Ja. So, dann kommt ein Ei. Wir müssen ein bisschen Platz machen, ja. Das sehen wir nicht. Den Eierbehälter gibt es leider nicht mehr. Das war mal so. Dann verstecken wir den gleich, damit den gar kein Kunde sieht. Ja, die Kunden sehen den ja bei mir auch immer. Soll ich dir mal eine tolle Alternative zeigen, wo ich Eier immer transportiere, wenn ich mal so ein Ei gekocht oder zwei Eier mitnehme? Weil das ist ein Behälter für ein oder für zwei Eier. Die könnt ihr genau für unterwegs zwei Eier mitnehmen, sodass sie euch immer gut geschützt sind. Ja. Der Zahnspannbehälter hat man ja auch schön. Ne? Ist ja, ich sag mal, der Zahnspannbehälter. Oder der Mini-Keksdosenbehälter. Das wird jetzt hier richtig schön geschlagen. Das muss so ein bisschen. Ja, eigentlich steht schaum. Ich habe es mit unserem Easy-Mix ausprobiert. Ist es fest. Wir brauchen wirklich die Schale und die muss ein bisschen handhaben. Habe ich gesagt, dass hier eine Maßeinteilung ist? Ich sehe nämlich hier gerade Zahlen an der Seite. Das sind Maßeinteilungen, die finde ich total toll, dass man immer wieder praktisch nachmessen kann. Man braucht in dem Moment keine Waage. Ich kann mir das so praktisch reinmachen. Das finde ich wirklich ganz, ganz toll. So. Und was hast du denn jetzt alles Tolles in der Backmischung drin? Also 180 Gramm Mehl. Ja. Dann kommt ein Teelöffel Natron. Ja. Ein Teelöffel Backpulver, dann kommen Haferflocken, 75 Gramm, 45 Gramm. Man könnte aber auch Cornflakes nehmen, hat man so krossige Cookies in Crossi-Form. Dann kommt Staubzucker, nennen die das, habe ich gedacht, Staubzucker, Puderzucker. In Österreich heißt das so. Dann sehe ich dann noch Rosinen, ne? Nein, das sind die Schoko-Tropso, ne? Die macht man da rein. So, das wird da sah natürlich wirklich total toll aus, so richtig schön alles so eingeteilt. Ja, aber ist jetzt egal. Jetzt ist es passiert. Das kann ich ja eh nicht ändern. So, das wird auch eine sehr feste Masse, muss ich ganz ehrlich sagen. Bitte? Wir müssen Fotos machen, wir müssen dran denken, Tina, mit deinem Fotoapparat oder Conny muss. Meine Kamera hängt ja da. Conny, mach mal Fotos hier. Ja, genau. Auf alle Fälle, ne? Ein paar schön einmal hier Tina von der Seite. Guck mal hier. Darfst auch lächeln in die Kamera. Hallo. Genau. So, das geht total toll, geht das, muss ich wirklich sagen. Das ist mal wirklich schnell fertig. Und das Schöne ist, weil... Nachher nochmal, wenn wir es auf dem Blech haben. Genau, bei 180 Grad. Ja, und wie lange? 15 Minuten nur. 15 Minuten? Ja, in 5 Minuten sind die fertig. Du kannst ja mal, warte mal, mach mir mal die Schüssel ganz kurz. Ich zeige euch mal, wie die Konsistenz aussieht. Also wirklich auch total einfach. Total einfach. Ja. Nur verrühren. Und ich merke schon, es ist wirklich fest. Und wenn ihr jetzt die Schokotropse nicht nehmen wollt, könnt ihr natürlich auch weiße Schokotropse nehmen. Oder Schokoladenstückchen selber. Ja, genau. Kann mit Schokolade, die übrig geblieben ist oder so. Ne? Ja, also auch das wäre dann eben möglich. Ich hatte das ja schon ausprobiert zu Hause und wollte mit unserer Portionsart das machen. Wollte er nicht so. Ich habe mit allen Größen gearbeitet. Wollte er nicht so richtig. Da habe ich gedacht, das ist ein bisschen doof, ist das. Ja. Und dann... Mal, so sehen sie schon mal aus, wenn sie nachher fertig sind. Ich probiere sie schon mal für euch. Ja, und dann sagte mein Mann, der kocht ja nun sehr leidenschaftlich gerne. Ja. Sagt er, du kannst es mit den Händen machen. Mache ich aber nicht, sage ich. Du weißt, ich fasse ja sowas immer nicht an.
Mhm. Wenn dann nur mit Handschuhe, bin ich ganz ehrlich, sagt er, du kannst aber einen Löffel nehmen. Mhm. Und dann kann man das ja so rauf machen. So wie Noppeln. Genau. Was ganz wichtig ist, dann einfach gleich Cut drücken. Ach so. Guck mal, so. Ja. Und wenn man die dann ganz klein haben möchte, dann machst du die Kaffee, dann machst du eben mit einem Teelöffel. Dann machst du ich hole mal zwei Teelöffel, dann können wir mal die Größe vom Teelöffel gucken. Genau. Ich bin gleich wieder da. Und die müssen ja nicht exakt rund aussehen oder irgendwie was. Das sind Kekse, sind das. Mhm. Und wie gesagt, das ist ganz einfach. Und ich war meiner Kollegin aus Österreich so dankbar, weil sie hatte das gepostet. Sie hatte das wohl auch auf einer Live-Party gemacht. Mhm. Und da denke ich, das ist ja eine richtig geile Idee. Weil sie in dem Moment nämlich die Universalbehälter, dieses Fünferpack. Ja. Ach stimmt, die haben wir ja jetzt für 5. Was musst du jetzt eigentlich bezahlen? Einer kostet im Angebot 13 Euro heute. Du bezahlst für 5 39 Euro. Ja. Und das ist ein super Preis. Das heißt, du zahlst nur 3 und kriegst 5. Und für die Kleinen bezahlst du nur 12 Euro. Du kriegst 2 Stück dafür. Ach so. Das heißt, sonst ist 8 Euro ja einer im Angebot. Ja. Genau. Und die Kleinen sind super übrigens für selbstgemachtes Joghurt oder wenn ihr auch so kleine Früchtemus habt oder wenn ihr euch euer Müsli mitnehmen wollt. Ja. Also auch das, der Kleine ist echt cool, auch von der Größe. Ich kann euch sagen, die Kekse sind lecker. Hab ja geklaut. Was auch meine eine Kundin, die hat ja nur 2 Hunde und die sind mit den Hunden immer viel unterwegs. Mhm. Und da fand sie das auch ganz toll, die Kleinen, dass man da Wasser reinmachen kann. Mhm. Und die hier, das sind ja so meine Lieblinge, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man daraus trinken kann, gerade jetzt im Sommer, wenn jetzt die ganzen Bienen und was alles so kommt, kann ich mich gut draußen hinsetzen. Mhm. Es kommt nichts in den Becher rein und das finde ich eigentlich immer gut. Für die Kinder finde ich das sowieso immer gut, gerade Kinder, die trinken mal einen Schluck und dann hauen sie wieder ab. Mhm. Und nichts ist schlimmer, als wenn du eine Wespe oder irgendwas drin hast. Mhm. So, guckt mal, das sind jetzt so die ganz kleinen. Mhm. Also das kann man jetzt wirklich so auch noch kleiner machen. Und noch kleiner machen, so wie man es gerne haben möchte. Gibt ja noch Mokka-Löffel oder diese Espresso-Löffel. Genau, die Espresso-Löffel. So, und das wird wirklich nachher einfach nur noch so. Dann hat man diese Schokostückchen. Ja. Die also sind auch sehr lecker, nicht so süß. Nee. Das schmeckt eben ganz gut. Ach so, brauner Zucker ist noch drin, das habe ich vergessen. Kein weißer Rezept Zucker. Kriegt ihr, wenn ihr wollt. Schreibt uns einfach an. Ich habe das Kerstin schon rüber geschickt. Das ist schon bei dir drüben. Ups, einmal rüber, damit ich wieder zu dir hinter die Kamera komme. Genau. Und das Rezept ist so toll, ist das. Also eine super Idee. Und gerade jetzt mit den Behältern. Und die hatte das nämlich zum Muttertag fertig gemacht, diese Backmischung. Und hat das ihrer Schwiegermutter und ihrer Mutti geschenkt. Mhm. Genau, also jetzt auf Tupperparty gehen, euch die Behälter holen. Da spart ihr richtig viel Geld. Ja. Und ich zeige euch mal ganz kurz, so sieht es im Flyer aus, was ihr damit noch so machen könnt. Salat für unterwegs, Dessert für unterwegs. Also alles rein, was ihr essen wollt, was kalt ist. Ne? Und dann kann man oben auch die Deckel untereinander switchen. Denn der Deckel passt auch auf diesen Behälter, sodass ihr hier Müsli reinmachen könnt. Oben könnt ihr ein bisschen Milch oder eben auch Honig reingeben, was ihr dann halt dazu braucht. Und hier, der Behälter ist auch super für Eiskaffee oder für Milchshakes oder für Cocktails, für To Go. Ne? Genau. To Go ist immer wichtig. To Go ist immer wichtig. Genau. Und wenn ihr die Strohhalme verkleinern wollt, wenn ihr das jetzt nicht mögt, wenn das so ganz groß ist, dann könnt ihr es natürlich auch so verwenden. Ne? Der kleine Strohhalm-Aufsatz wird dann einfach weggelassen. Dann gibt es so ein kleines Bürstchen, damit man die Strohhalme auch richtig gut sauber kriegen kann. Denn wenn ihr mit Milchshake oder Milchkaffee gearbeitet habt und das nicht gleich ausspült, bleiben hier drin Reste. Und das kriegt man damit natürlich auch ganz einfach gereinigt. Wenn ihr jetzt bloß Dinge drin habt, getrunken habt, wie Wasser oder mal eine Brause oder so und das dann auch gleich in den Spüler geht, ich stelle die einfach so auf die Tellerstäbe, wo man die einfach zwischendurch schon mal mit durch und aus. So, wollen wir denn schon mal ein Blech schon mal reinstellen? So, Conny, du darfst wieder mal ein Foto machen. Sehr gut. So, dann stellen wir die schon mal praktisch rein. Also zum Schießen. Aber so
schaut es jetzt aus und jetzt geht es für eine Viertelstunde in den vorgeheizten Ofen. Genau. Ja, wie gesagt, ihr habt ja gesehen, ich habe den Tellerbesen genommen. Der ist eigentlich das wichtigste Arbeitsmittel, was ich brauche. Und den Topfteigschaber nachher, wenn ich die Schüssel nochmal richtig sauber machen möchte. Das war eigentlich schon alles gewesen und das ist so ein tolles Rezept. Und auch wenn man jetzt mal sonntags mal so schnell Besuch bekommt. Besuch hat sich angekündigt. Weil, ich sage mir immer, Mehl, Zucker, Puderzucker, diese Schokodinger, diese Flocken da, kann man alles zu Hause machen. Dann nimmt man einfach eben die Schokolade, die noch übrig geblieben ist von Ostern. Die kann man Oder von Weihnachten, das kann man ja alles gut verwenden. Genau. Und dann kann man das mal schnell fertig machen und man hat mal so schnell 20 so eine kleine Cookies fertig. Und das finde ich eigentlich eine tolle Idee. Ich fand viel cooler deine Idee als Geschenk mit diesen Behältern. Also da könnt ihr ganz viel punkten. Ja. Ja. Denn das kann man auch für Weihnachten schon. Ne? Genau. Weihnachten kommt ganz bestimmt und ganz plötzlich. Und wenn ihr euch jetzt die Behälter holt, Gedanken macht, wenn ihr alles beschenken wollt, dann habt ihr schon mal als erstes in diesem Jahr fertig eure Geschenkideen. Ja. Und dann kann man da ganz tolle kleine Aufkleber mit Liebe geschenkt von doch schon mal fertig machen. Und ihr könnt ja in diesem Jahr, wenn ihr wollt, so mehrere kleine Dinge fertig machen. Weil, ich sag mal, so kleine Weihnachtslikörchen oder eben auch, was haben wir noch, was kann man noch? So Salzmischungen oder Kräutermischungen. Das kommt nochmal irgendwann auch im Live-Cooking. Nächste Woche gibt es Süßkartoffeln mediterraner Art aus dem Grill mit selbstgemachten Tzatziki und ein bisschen Gurkensalat. Da könnt ihr euch schon drauf freuen, wenn dann die Sandra wieder mit mir kocht. Und was ich jetzt meinen Kunden ganz viel anbiete, auch wenn ich jetzt Online-Partys mache, diese kleine Bürste. Wir haben ja manchmal, wenn wir so unsere Schüttelpizza machen oder irgendwie was, hast du ja immer dieses Problem, dass sich das hier alles so in den Rand festsetzt. Und da empfehle ich natürlich immer unsere kleine Bürste, dass ich da so rumgehen kann. Egal welchen Deckel ich habe, die empfehle ich wirklich. Wir haben es ja jetzt so empfohlen für unseren Superdicer. Ja, damit wir uns nicht in die Finger schneiden. Genau. Das ist ja gefährlich. Und ich empfehle es auch wirklich für die Schüsseln, also für die Deckel. Ja, das ist natürlich auch ein gutes Argument. Ja. Vor allem auch, wenn du jetzt mit einem Cocktail was getrunken hast oder mit Frischkäse gearbeitet hast oder so. Und viele sagen, Mensch, das ist eine gute Idee, das ist super, ist das. Und ja, ich sage mir mal, 99 ist kein Preis. Das kann man einfach mal sich gönnen, sage ich auch immer so. Ja, aber man hat ja viel auch so am Abwasch einfach noch nachzureinigen. Ja, genau. Auch wenn du jetzt mal so ja Deckel oder auch irgendwie was anderes, so kleine Sachen, wo du ganz schlecht mit dem Lappen rankommst. Also ich habe meine wirklich bei mir stehen und dann wird das immer so schön sauber gemacht. Was kann man noch zum Beispiel? Wir haben ja auch noch die große neue Bürste, die kennt ihr vielleicht noch gar nicht. Die kann man auch nutzen, wenn man hier nicht mit den Händen reinkommt. Dann kann man, eigentlich ist es ja unsere Trinkflaschenbürste, gut nutzen, auch um solche Behälter wieder sauber zu bekommen. Und ich empfehle es euch auch für die Wasserkaraffen oder die Wassermax-Flaschen, weil da kommt man nämlich nirgends so richtig durch. Und Thermoskanne. Thermoskanne zum Beispiel kann man es auch gut verwenden. Also das ist wieder ein Produkt, jetzt im Sommer, da habt ihr ja mehr die Getränke auch unterwegs dabei. Wir haben ja die alte, die ich wirklich gut gerne verkauft habe, aber ich finde, die liegt wirklich besser an der Hand. Und du kommst auch in diese kleinen Flaschen rein, die mit 350 waren die gewesen, oder 300, die ganz kleinen. Die ganz klein, meinst du jetzt? Oder nee, die? Da hinten, die. Die hier, genau. So eine Mini-Klein. Da hast du ja immer mit den anderen ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, fand ich jedenfalls immer. Da musste man sich wirklich ein bisschen quälen. Und jetzt kann man wirklich so reingehen, guck mal, und man kann wirklich bis hier... Ja, ist natürlich auch für eure Trinkflaschen, egal ob sie von Tupperware sind oder nicht. Denn alles, was mit der Öffnung hier, warte mal, ich zeig euch das, alles, was so eine kleine Öffnung hat, das ist ja auch bei Weinkaraffen oder bei Wasserkaraffen gut, die aus Glas sind, da magst du halt auch nicht und sie passen auch oft nicht in den Geschirrspüler rein. Da kann man das eben auch hier wirklich gut wieder dafür einsetzen. Und wenn ihr eine zweite habt, könnt ihr das sogar für eure Blumenvasen benutzen. Stimmt. Weil das würde ich jetzt nicht mit den Trinkflaschen kombinieren. Nee, auch wenn, ich sage mir immer, man soll ja keine Zitrusfrüchte hier so groß reinmachen. Ja. Da kann man dann auch wieder unsere kleine nehmen für den Deckel, dass man die wieder schön sauber bekommt. Also da sage ich, die Empfehlung gebe ich dann immer schon so weiter.
Ja, was haben wir noch so? Wie gesagt, das ist mal so eine Geschenkidee, was man jetzt wirklich machen kann. Gut, Muttertag hatten wir jetzt gehabt, aber man kann ja auch die Väter beglücken. Mit, da könnte man ja ein bisschen Rum vielleicht reinmachen, so mit genau. Rum oder ja. Whisky. Aber es gibt viele Männer, die auch sehr süß sind. Allerdings, das schmeckt doch bestimmt auch gut, wenn ich so ein bisschen Rum oder Whisky Geschmack natürlich, haben. Das kann man natürlich auch machen. Da kann man ja seiner Fantasie. Wir haben ja leider keinen Alkohol, sonst hätte ich gesagt, hätten wir das mal mit denen ausprobiert. Das stimmt, das könnte man mal machen, ja. Aber das kannst du zu Hause machen, weil die kannst du zu Hause abbacken und genau, dann sagst du uns, ob das geschmeckt. Ich werde Whisky reinmachen. Hm? Schmeckt bestimmt. Der muss ich die denn mitnehmen. Also, ja. Ich gedacht, das also wie gesagt, ich finde das Rezept total toll und das war so eine spontane Idee, wo ich denke, ja Mensch, was machen wir jetzt heute so schnell? Mhm. Es, klar, herzhaft ist abends immer total toll, aber ich dachte mal, das ist mal was ganz was anderes. Ja, das könnt ihr auch zu jeder Grillparty als Mitbringsel nehmen. Klar, ja, mach ab. So. Nee, guck mal, das sieht doch viel schicker aus. Ach so, und dann einfach rumwickeln. So, genau, ne? Genau. Und dann könnt ihr dann einfach eure Cookies so ganz süß einpacken. Stimmt. Dann hat man auch wieder hier das Blümchen obendrauf. Mhm. Wird wahrscheinlich zur Party gleich aufgegessen. Garantiert. Ist allerdings völlig in Ordnung. Genau. Und dann werdet ihr nach dem Rezept gefragt. Richtig. Und dann könnt ihr sagen, habe ich mit Tupperware gemacht. Ja, ne? Ja. Also dann habt ihr wieder einen Aufhänger und könnt das, denke ich mal, super auch so. Das sieht total, mach mal ein Foto, das sieht richtig gut aus. Ne? Also das ist auch eine gute Idee. Ne? Man muss ja nicht immer alles verpacken. Richtig, genau so. Ne? Und dann hat man es als frisch gemachtes Mitbringsel. So könntet ihr zum Beispiel auch kleine leckere Brote oder so zubereiten und dann mitbringen zur Party. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit der Folie bin ich sowieso ein bisschen auf Kriegsfuß. Deswegen sage ich jetzt auch immer zu meinen Kunden, wenn ich gehe zum Polterabend oder ich gehe zum Geburtstag, was kann ich so schenken? Dann sage ich immer einen Behälter, entweder jetzt zum Beispiel unsere Eigenossen, Salz, Mehl, Zucker. Man kommt ja mal drauf an, welche Preislage man schenkt. Ach so. Und dann sage ich auch immer, wir hatten das vor Jahren schon mal gehabt, für die Eigenossen hatten wir doch auch so eine Backmischung gehabt. Ja. Und die fand ich wirklich ganz toll. Und das war, glaube ich, kurz vor Weihnachten gewesen. Und die habe ich wirklich dadurch ganz viel verkauft. Mhm. Die Eidgenossen. Und dann sagt die eine auch, nee, dann nehme ich doch gleich das große Z. Ja. Also eins hatte ich dann immer fertig gemacht. Und dann als Geschenk so. Und das fand ich natürlich total toll. Und unsere Anja hat eine total coole Lösung. Da müsst ihr euch mal mit Anja in Verbindung setzen oder euren Partymanager fragen. Der macht das auch. Die haben die Schränke ausgemessen. Ja. Und gesagt, wie viel Eidgenossen wovon da reinpassen. Das ist, was willst du reintun in deinen Küchenschrank? Dann die Maße und dann wird ausgerechnet, welche Eidgenossen da reinpassen. Ne? Also da könnt ihr, denke ich mal, auch viel aufräumen oder Schrankpartys machen. Ja, das stimmt. Ne? Ja. Dass man dann seinen Vorratsschrank ein wenig aufräumt. Ja, viele haben ja jetzt schon diese Apothekenschränke und da gucken ja jetzt auch ganz viele, weil ich sage, mit diesen Tüten arbeite ich schon gar nicht mehr. Man sieht ja immer, was ist jetzt leer, was muss ich jetzt nachkaufen. Deswegen muss ich immer so lachen, wenn man jetzt in den Supermarkt geht, man kriegt kein Mehl, man kriegt das nicht. Und ich immer denke, was macht ihr mit dem ganzen Mehl? Genau, mit Öl. Ich hätte ja ganz gerne in dem Speedy mal gezeigt, wie man Mayonnaise macht, weil ich Mayonnaise eigentlich nur noch selber herstelle. Mhm. Aber ich habe in keinen Supermarkt gekriegt, Sonnenblumenöl. Ja, Olivenöl habe ich überall gekriegt, aber da würde ich Sonnenblumenöl nehmen. Ja, das schmeckt, glaube ich, nicht so wirklich. Olivenöl nehme ich mehr so als Salat. Genau, ja. Also, und selbst Rapsöl würde ich auch nicht nehmen. Das war auch nicht so mein Ding gewesen. Ja, es war ein bisschen schade gewesen. Das hätte ich gerne gezeigt, aber das kann man ja vielleicht nochmal machen. Die werden ja riesengroß, die Dinger. Sind sie doch groß geworden? Boah, viel. Wir haben kleine genommen. Wir haben den Löffel genommen. Die sind ja riesig. Hast du auf die Uhr geguckt? Nö, ich auch nicht. Deswegen habe ich ja gerade Conny, hast du auf die Uhr geguckt? Also dann ist es mal gucken, was es wird. Genau, gucken wir mal, was es wird. Ne? Ganz wichtig ist natürlich, wenn wir unser Blech oder auch... Handschuhe, ne? Brechen wir uns die Fingerchen. Genau, also das empfehle ich meinen Kunden eigentlich immer. Und das ist auch mal so ein Wunsch von den Kunden. Ich sage, das ist keiner, man braucht einen zweiten, sage ich auch immer. Und da frage ich die Kunden dann auch immer, warum wird das nicht im Z angeboten? Ist eigentlich schade, gehört sich, aber eigentlich wollen wir uns jetzt nichts vormachen. Weil die wirklich total toll sind. Ich liebe sie. Ich hatte mal so ganz einfache gehabt, wo wir noch keine hatten. Ja. Und da habe ich gedacht, nee, das ist ja richtig geil, du kannst auch richtig. Der Griff ist doch manchmal so heiß, ne? Und ich sage, du, da kann ich aber keine Garantie für übernehmen, das weiß ich nicht.
probier es aus. Ne? Sagt, ist egal, werden wir ja sehen. Sie sagt, fantastisch. Mhm. Und sie hat es im Freundeskreis so weitergegeben. Jetzt haben die alle für einen Kamin. Ich sage, ihr sollt ja nicht für einen Kamin die Handschuhe kaufen. Ihr müsst die für euren Backofen. Naja, gut. Bleche. Ich habe sie auch schon mal für Kunden angeboten, die ganz viel an diesen Öfen arbeiten, wo so Brötchen gebacken werden. Okay. Ja, die sind ja auch extrem heiß. Richtig. Und vor allem unsere sind auch lang genug, damit du dich nicht hier, weil das heißt ja hier oder hier hast du ja immer die Verbrennungen. Ja, ne? Also das ist dann auch nicht so. Ja. Und du kannst sie waschen. Das sie ist werden gut. Wieder sauber. Ja, genau. Also bis zu, wartet mal, das steht hier auch drin, 60 Grad. Könnt, nee, 40? Nee, 60 Grad. 60 Grad könnt ihr wieder richtig schön sauber kriegen. Ne? Ja, und was ich dann auch immer empfehle, wenn man mit der Silikonbackform oder überhaupt mit Silikon arbeitet, würde ich ja mal eure Partymanager fragen, ob ihr so einen Ketchup-Löffel mal geschenkt bekommt, weil das ist immer so mein Test, dass ich damit auch wirklich teste. Wenn man es mit der Nadel macht, hat man irgendwann mal eine Pickelhaube. Ja, genau. Geh mal gucken. Ja, ich gehe mal gucken. Gut ist. Ich nehme einmal einen Handschuh mit. In der Zwischenzeit unterhalte ich euch hier noch mit zwei, drei Anekdoten, denn unsere Technik will hier nicht so wirklich immer ein Witz. Ich kann euch noch nicht mal sagen, woran das liegt. Vielleicht gibt es ja unter euch ein paar Technikexperten, die uns hier auf den modernsten Stand bringen. Vom Equipment her bin ich normalerweise gut ausgestattet, heute auch gut beleuchtet. Ihr könnt uns ganz gut sehen, denke ich. Und wenn ihr Experten seid im Bereich Kochen oder Backen und mit uns hier mal gemeinsam kochen und backen wollt, dann immer her mit euch. Nehmt Kontakt mit uns auf. Wir sind sowas von neugierig auf eure Rezepte und auf eure Ideen. Und wenn ihr euer Unternehmen oder eure Firma einfach mal beim Live-Cooking mit vorstellen wollt, dann sagt doch Bescheid und dann seid ihr unser nächster Gast. No? Was machen unsere Cookies? Wir sind noch nicht. Wir haben nicht auf die Uhr geguckt, weil es steht auch im Rezept drin, es soll Umluft sein. Ach so. Das ist wichtig. Und wir haben ja jetzt. Ja, wir sind hier ein bisschen oldschool. Ja, aber müssen eben ein bisschen länger, bestimmt so 20 Minuten. Das ist nicht so schlimm. Nee, genau. Ihr seht ja das Ergebnis, ihr Lieben. Ja. Wir sagen dann für heute Goodbye und auf Wiedersehen. Wenn es wieder heißt 3, 2, 1, sind wir live. Nächste Woche 19 Uhr für euch. Und die Woche drauf, mal schauen, was es dann Leckeres hier gibt. Da bin ich dann mit der. Kann ich euch gar nicht jetzt aus dem Kopf sagen. Lasst euch überraschen, was wir kochen werden mit euch und wer dann vor der Kamera steht. Macht's gut. Tschüss. Und schöne Woche. So.